können wir das unten aufladen. Das heißt, das kann man irgendwo aufladen, aber. Oh Scheiße. Und schon ist er da unten. Okay, das Wichtigste ist der Große hier. Oh Scheiße, ich bin schon wieder fast down. Bisschen Heilung. Ich weiß nicht, ob wir das überhaupt schaffen können. Ach, das ist doch eine Scheiße, Mann. Durchrennen ist ja auch keine Option. Vielleicht schon irgendwie. Den großen ausschalten und dann durchrennen. Oh, Scheiße. Wo ist der Große? Den haben wir gleich, da ist er. Sehr gut. Sagen den großen ausschalten und dann durch. Das Ding fallen lassen und durch hier. Scheiße, Mann, scheiße, Mann, scheiße, Mann, scheiße, Mann. Verdammt, noch 10 Leben. Es geht nicht lange gut. Ich kann hier weiter Tür öffnen. Heilung wäre ja auch nicht schlecht, aber okay. Okay, hier sind wir. Heilung. Okay, wir sind durchgekommen, indem wir durchgerannt sind. Oh Scheiße. Das ist nicht gut. Medipack. Da kommt der Große. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Nur 20 Leben. Schnell weg hier. Heilung. Na komm, Tür. Jetzt gehen wir mit nach innen. Ich weiß nicht, ob das so gut ist.
Kacke. Bitte lass mich einen fairen Checkpoint haben. Okay, hier ist ein Checkpoint. Ach Scheiße. Was soll denn das hier werden? Hier ist Heilung. Einfach durchrennen hier. Man löst da wohl lang. Oh, Kacke. Zum Kämpfen bin ich eh zu blöd. Das ist ein Knopf. Wie heißen Sie eigentlich? Sigrun Engel! Können Sie mit sowas umgehen, Hallöchen. Sigrun Engel? Ja, kann ich, bitte! Ach, Kacke. Das müsste doch ein Checkpoint gegeben haben. Oder auch nicht. Einfach an allen vorbei. Rein hier. Wie heißen Sie eigentlich? Sigrun Engel. Kurze Feuerstöße, klar? Ich hoffe, ich komme nicht alle nach jetzt hier. Sigrun, das Rettungsboot klar machen. Kämpfe, wir müssen hier weg und fangen gemeinsam. Jetzt Munition. Okay, die kommt tatsächlich nicht nach. Schnell! Wir müssen weg! Und hier rein, oder? Okay, durchrennen ist manchmal wirklich eine Lösung. Wenn es mit Kämpfen nicht geht. Deaktiviert die Rettungsboote! Zu spät! Los geht's! Max, Leute, hört zu! Wir haben eine Strategie. Caroline hatte einen Plan. Die Vereinigten Staaten von Amerika zu befreien. Die USA zu befreien. Und wenn wir das schaffen, können wir von dort aus den Rest der Welt befreien. Und genau das werden wir verdammt nochmal tun. Für Caroline. Was ist mit der da? Können wir ihr trauen? Hallo. Sie hat eine Chance verdient. Sie hat mich gerettet. Und Captain Blazkowicz auch. Also, Caroline hatte Funkkontakt zu einer amerikanischen Widerstandsgruppe in New York hergestellt. Wir müssen Lassen diese Sie Gruppe finden und für unsere Sache gewinnen. Wir brauchen Unterstützung Gott. Von den US-Widerstandsgruppen. Nur so können wir die Jeder Leute zur Revolte bringen. Boot. Wir machen diesen Kampf nur das Regime wieder nicht. Zu einem echten Krieg. Ganz genau. Und als erstes müssen wir Kurs auf New York setzen und... Unter Wasser bauen! Oh. Anja, an, so nah! Als ob die nicht wissen, wo... Ich kann Ihnen dabei helfen, einen Moment! ...wo die sind. Vielleicht hat die Kleine sogar eine... ...kleine Tochter von Engel sogar einen... ...mehrere Objekte! Das ist Frau Engel! Wie zum Teufel hat sie uns nur gefunden? Irgendjemand in ihrem U-Boot sendet ihre Position! Was sagen Sie? Tja... Der Ausmerzer hat Nachrichten von jemandem aus ihrem Boot empfangen. So haben wir sie gefunden. Das ist unmöglich. Sektion F. Das kann nicht. Da ist sie, Sektion F. Ah!
Aber es gibt keine Sektion 11. Die Karten sind ungenau. Wir haben geschaut, da ist keine Tür. Und was wenn doch? Was wenn sich jemand dort versteckt und dieses Signal sendet? Cap, Sie nehmen ein paar Männer und schauen nach. Jetzt hier an Felsen gedacht. Hier, verschieben Sie den Schrank. Da hat niemand hinter dem Schrank nachgeguckt. Was siehst du? Die Tür ist von der anderen Seite verschweißt. Hier, Junge! Hierher! Nehmen Sie das! Wyatt hatte einige Ideen für Verbesserungen. Ein paar habe ich umgesetzt. Ist das hier das tödliche Ende? Oh, absolut. Danke, hat mir schon gefehlt. Ich mach's wieder auf, wenn du fertig bist, Großer. Ein blöder Schrank in der Nähe. Diese Kraftwerk. Die Blitzdiesel-Kanister-Munition des Dieselkraftwerks hat beim Auftreten an Wänden und Gegnern die Kanister können ferngesteuert gesprengt werden. Akimbo mit dem Dieselkraftwerk lässt die Kanister beim Auftreten automatisch explodieren. Drücke linke Maustaste, um abzufeuern und zu platzieren. William, finde den Sender und schalte ihn aus, sonst reißen die Unterwasserbomben den Rumpf auf. Okay. Drücke die rechte Maustaste, um den Kanister zu sprengen. So, mit Wärmfeuern um den Auftreten explodieren zu lassen. Ja, ist klar. Okay. Elegant. Als ob da jemand hier den Spinden nachgeguckt hat. Auf dem Plan sieht Sektion F aus wie eine kleine Wäschekammer. Wir haben danach bei der ersten Inspektion des U-Boots gesucht, aber den Eingang nicht bemerkt. Niemand hat hinter die Regale geguckt. Sachen, mit denen wir uns beschäftigen mussten, erzählen. Haben wir wohl auch nicht so genau hingesehen. Jetzt habe ich aber auf der Übersicht einen Verweis auf ein vollkommen anderes Dokument gefunden. Die Maschinenraumkarte von Sektion F. Ich melde mich, wenn ich sie habe. Okay, hoffentlich nicht zu spät. Okay, hier liegt tatsächlich einiges rum. Scheint doch jemand mal gelebt zu haben. Ist hier aufgehalten zu haben. Hier liegen Müllsäcke rum. Tagebuch eines Soldaten. 12. März. Ich bin blöd heute. 12. März, glaube ich. 1961. Ich stecke schon mehrere Monate hier unten fest. Ich muss immer wieder an Johann denken. Ein echter Soldat Germaniens. Er war ein Held und wurde wie ein Märtyrer erschossen von einem großen, mordlustigen Affen, dem Blaskovic. Die Leute mögen ihn. Kommunisten, Anarchisten, Abweichler. Sie müssen vom Antlitz dieses Planeten verschwinden, so wie der Kanzler sagte. Wir sind überlegen, die Stärksten und Tapfersten. Wir haben keine Angst vor ihnen. Die Erde gehört uns. Ich frage mich, wie lange ich noch in diesem Eimer pissen muss. Ich gehe bestimmt nicht zur Toilette am Eingang der Sektion F. Was, wenn er zurückkommt und losballert? Ich werde weiterhin in diesen Eimer pinkeln, bis Hilfe kommt. Müller. Ja. Das heißt, er ist noch irgendwo hier. Und hier auch die Stimmen. Sag mal guten Tag. Nice. Bombe am Arsch. Und Matsch. Und so einige.
Sehr schön. Bist daneben geschossen, aber... Okay. Kann ich hier irgendwo aufladen, oder? Weiß nicht mehr, wie lange das noch hält hier. Wahrscheinlich nicht mehr lange. Ich habe die Maschinenraumkarte gefunden. Ballasttank, Atomsprengköpfe. Oh Gott, Sektion F erstreckt sich über den gesamten Rumpf des U-Boots und wir sind auf dem größten U-Boot der Welt. Die Sektion muss gigantisch sein. Ein Teil davon dürfte aufgrund des riesigen Volumens als Hauptballasttank oder so dienen. Sei vorsichtig, William. Keine Ahnung, wie viele Soldaten sich da verstecken könnten. Ich hoffe, wir brauchen die, können die Laserkanonen nicht mehr. Oha. Aufstehen weiter. Wir werden sehen, wie viele sich hier noch verstecken. Oha. Aufstehen und weiter, am Aufstehen und weiter. Okay, schätze mal, hier muss es runter. William, die Soldaten befinden sich da drin, seit du das U-Boot vor 5 Monaten erobert hast. Sie sind bestimmt hungrig und verzweifelt. Pass auf dich auf, Liebling. Na toll. Ich würde das eigentlich sneaky machen. Ach, Dreck. Kämpfen ist nicht so meine Stärke. Die Soldaten befinden sich da drin, seit du das U-Boot vor 5 Monaten erobert hast. Sie sind bestimmt hungrig und verzweifelt. Pass auf dich auf, Liebling. Nicht gefunden. Warum? Die Terroristen sind primitive, Gottlieb. Sie sind nicht besonders schlau. Hirne so klein wie Tennisbälle. Na toll. Und wo kommen sie? Verdammt, er hat dich doch. William, die Soldaten befinden sich da drin, seit du das U-Boot vor 5 Monaten erobert hast. Sie sind bestimmt hungrig und verzweifelt. Pass auf dich auf, Liebling. Hier ist noch einer, der Signal schickt. Oh Scheiße, da kommt einer hoch.
Wo ist denn der andere Typ, der Alarm schlägt? Können wir den irgendwie finden und ausschalten? Caroline. Oha. Ich glaube, ich schaff's nicht. Noch ein paar Wochen vielleicht. Mit ihrer Hilfe. Mit Granat haben wir hier. Kann man das vielleicht sneaky machen? Haben Sie irgendwas gesehen? Ah, das ist der Kommandant. Komm mal zu dem runter. Wachsam bleiben. Haben Sie irgendwo. Was war das für ein? Na toll. Jetzt haben wir Alarm. Panzer. Versucht das Sneaky zu erreichen. Er kommt vorbei. Die Ratten schießen. Ja, das ist jetzt nicht schön. Okay. Ich glaube, ich habe hier einen kleinen Bug. Sehr schön. Ich habe mir die Atomsprengköpfe in Sektion F mal genauer angesehen. Laut der Maschinenraumkarte lagern da unten Dutzende. Hoffentlich haben die Soldaten damit nichts angestellt. Okay, ist soweit ruhig gerade. Ich krabbel da mal hoch. Soweit sieht es aber aus hier. Hier können wir vielleicht lang. Na, so dringend habe ich es jetzt auch nicht nötig. Heilung. Ich gehe mal durch. Nehmen wir Matratzen oder sowas. Wird schlafen können. Schlafkajüten. Wird einem ja schlecht. Ich meine das ernst. Höllische Magenkrämpfe. Heute Morgen Blut gekotzt. Ich brauche richtiges Essen. Gott, halt durch, mein Freund. Es geht im Widerstand genauso. Bin mir sicher, das kann man. Das werden wir. Es muss da hochkommen. Am besten möglichst ungesehen.
Nix, nur die Ratten. Was war das? Nein. Alarm! Na toll. Das war nicht gut. Na komm. Hier ist Heilung. Es waren wohl nicht so viele. Die Heilung war jetzt nicht so ganz nötig, aber... Der Funkraum. Muss einen Weg hineinfinden. Sicher, die Kanone ist unaufgeladen. Diese Kanone. Tut's nicht mehr, oder? Oha. Das tut's nicht. Steht Alarm. Da steckt hier Alarm. Also von oben. So. Können wir irgendwie funken? Keine Gefahr mehr, ist in Ordnung. Tagebuch eines unbekannten Kommandanten. Tag 13. Jetzt stecken wir hier schon fast 2 Wochen fest. Wie Ratten auf unserem eigenen U-Boot. Ich werde mit Kommandant Fischner einen Plan schmieden. Der abweichlerische Terrorist hat uns überrascht, aber wir sind Soldaten Germaniens. Zu kämpfen geboren ist Krieg unser Element. Wir werden hier rauskommen und den Feind wie immer vernichten. Tag 39 sieht so aus, als ob wir noch eine Weile hier sein werden. Momentan können wir es nicht mit so vielen von ihnen aufnehmen. Wir haben kaum Munition, zu riskant. Fischner wird versuchen, die Kommunikationssysteme in Gang zu bringen. Tag 54 bei den Männern macht sich langsam Verzweiflung breit. Die Luft ist verbraucht und hat einen weißen Gestank. Meine Uniform juckt. Ich versuche zu schlafen, aber ich wache ständig auf. Manchmal wecken mich die Männer, die wegen ihrer furchtbaren Albträume schreien. Viele von ihnen haben Dinge gesehen, die man keinem Menschen zumuten kann. Tag 85. Die Rationen gehen uns aus. Ein paar Männer haben angefangen zu halluzinieren. Fritz wollte heute Morgen an seine Mutter schreiben, doch die ist seit 10 Jahren tot. Ich muss mich um die anderen kümmern, damit keiner von ihnen vielleicht durchdreht, sonst wären sie nutzlos, wenn wir gegen den Terroristen kämpfen müssen. Johann wird versuchen, Ersatzteile für das Kommunikationssystem aufzutreiben. Tag 98. Ich verliere den Verstand. Ich habe meine Form bereits 5-mal gesäubert und sie juckt immer noch. Ich muss sie ausziehen, wenn wir gerettet worden sind, will ich sie wieder anziehen, damit ich auch auf der Verleihungsfeier respektabel aussehe. Tag, Punkt und Punkt. Ich habe den Überblick verloren. Fischner ist es gelungen, das Kommunikationssystem in Gang zu bringen. Jetzt Nachrichten an den Generalstab geschickt. Endlich, jetzt werden sie uns retten. Man darf den Glauben an Germanien nie aufgeben. Tag, Fragezeichen. Was geht nun dem Kommandant für Staatsgut vor? Hat sich mit dem Kommunikationssystem Terrorraum eingeschweißt. Paranoid wirft uns vor, dass wir versuchen, die Übertragung zu sabotieren. Er ist total durchgedreht. Die Männer meinen, dass sie am Eingang zu Sektion F Geräusche gehört haben. Sicherlich nur Einbildung. Nein. Das war keine Einbildung. Das waren wir. Okay.